Willkommen zum wahrscheinlichen Finale von Let's Play Bloodborne. Beim letzten Mal haben wir den DLC komplett abgeschlossen. Jetzt stehen wir hier in unserer wunderbaren Geweihnummer und haben das Botengeschenk erhalten. Das ist das letzte reguläre Jägerwerkzeug, was ihr hier holen könnt. Als Botengeschenk verwandelt ihr euch in eine Nachricht. Mehr ist das nicht. Aber ja. Wo das ist, es ist so eine Art nette, wunderschöne Giftschlucht hier in der Albtraumfront. Einfach zu erreichen über die Abkürzung des umgefallenen Grabsteins. So das Gebiet, wo die Riesen die ganze Zeit Steine durch die Gegend werfen. Ich würde einfach sagen, springt runter, rennt durch. Vorsichtig allerdings, da ist eine Winterlaterne. Ansonsten war's das. Das heißt, jetzt werde ich mich tatsächlich zum finalen Boss begeben. Was die Cave Dungeons angeht. Ich sag's hier nochmal, ich sag's aber auch in einem extra Video. Für die Dinger sollte ich sehr wahrscheinlich ein New Game Plus anfangen. Da ich da kein riesen Freund von bin, lege ich das erstmal aufs Eis. Ich habe davon 5 Stück oder so aufgenommen. 1, 2, 4, 5. Wenn jetzt eine riesen Nachfrage bestehen würde, würde ich es wahrscheinlich noch machen, aber ansonsten halte ich das für ziemlich irrelevant. Von daher, Was wir jetzt vor dem finalen Boss machen müssen, ist es tatsächlich diese Drittel einer Nabelschnur verwenden. Ihr habt danach keine Chance mehr dazu, ihr müsst es also jetzt machen. Ihr braucht, so gesehen, ein komplettes Set, also 3 Stück. Ihr könntet auch mehr verwenden. Da sie keinen Effekt haben, benutze ich sie jetzt einfach mal. Aber ja, ihr müsst 3 Stück verwendet haben. Habt ihr das getan, steht euch der Weg zum finalen Boss halt frei. Welches Tutorial warst du denn? Keine Ahnung. Denn der Weg ist jetzt frei in diesen Garten hier, in den German auf uns wartet. Während der Traum des Jägers abfackelt eben. Lustigerweise, um Platin freizuschalten, müsste ich jetzt auch noch eine Option nehmen, aber das würde uns halt die finalen Bosse nehmen. Jäger, ihr habt euch gut geschlagen. Die Nacht ist fast vorbei. Jetzt werde ich bei euch Gnade walten lassen. Ihr werdet sterben, den Traum vergessen und unter der Morgensonne erwachen. Ihr werdet frei sein von diesem schrecklichen Traum des Jägers. Wir könnten sagen, unser Leben einreichen, müssen keinen Boss mehr bekämpfen und sind fertig damit. Das ist tatsächlich das Ende, was mir noch fehlt, weil ich das damals irgendwie komplett ignoriert habe. Aber wir sagen, niemals! Oje, oje, was war es? Die Jagd, das Blut oder der schreckliche Traum? Oh, es ist auch nicht wichtig. Es ist letztendlich immer der Helfer der Jäger, der nach solchen Dingen wieder für Ordnung sorgen muss. Ja, German. Nimmt German an der Jagd teil. Gut, ich spreche es gerade so aus, als wäre es die deutsche Sprache, aber ja. German ist halt unser finaler Boss. Zumindest ist er euer finaler Boss, wenn ihr ablehnt. Wie gesagt, sagt ihr, ja, okay, beende mein Leben. Dann kommt ihr in den Genuss einer Cutscene. Das Spiel ist dann vorbei. Ah, war da jetzt mein Schlag komplett einfach weggesteckt. Ja, natürlich hat er auch
eine zweite Form seiner Klinge. Soweit ich mich entsinnen kann, heißt das Teil von ihm Klinge der Gnade. Für diejenigen, die es interessiert. Ihr könnt sein Set auch haben, aber dafür müsst ihr halt den Kampf gegen ihn bestritten haben. Soweit ich mich erinnere. Also ihr könnt nicht den Kampf nicht machen und kriegt dann trotzdem das Set. Also es ist eher ein Entweder-Oder. Ich meine, ihr könntet einfach sagen, nö, ich kämpfe nicht gegen ihn und habt damit trotzdem das Recht zu sagen, ihr habt Bloodborne durchgespielt. Mir war so, als wäre da sowas in der Richtung, aber ich habe mich gefragt, wo der Effekt denn bleibt. Also ja, German hat es schon drauf, also. Ohne Witz jetzt, er ist mit einer meiner Lieblingsbosse in diesem Spiel. Und sei es nur wegen der Atmosphäre des Kampffeldes. Aber das spielt auch so eine große Rolle. Wenn das Kampffeld cool ist... Aua. Dann ist schon mal viel von dem, was wichtig ist, dabei. Sagen wir es mal so. Er kann euch auch ziemlich böse damit erwischen, wenn er euch pariert. Dann stunlockt er euch und ihr kriegt einen Eingeweideangriff ab. Das wollt ihr nicht unbedingt, glaubt es mir. Na, verdammt nochmal. Die letzten paar Schläge sind immer die schlimmsten. Der Traum war lang. Das stimmt. Damit haben wir unsere Beute erlegt. Und erhalten das alte Jägerabzeichen. Das braucht ihr für das German-Set. Habt ihr jetzt nicht drei Nabelschnüre angeworfen, endet das Spiel. Habt ihr sie eingeworfen, passiert allerdings eher das hier. Und ihr habt nochmal die Chance, gegen etwas anderes zu kämpfen. Nämlich diese Präsenz des Mondes, wie sich das Ding halt nennt. Ihr braucht euch nicht ärgern, wenn ihr jetzt gegen die Präsenz verliert. Denn solltet ihr tatsächlich diesen Kampf verlieren... Ich sag mal so, er ist jetzt nicht so schlimm wie der gegen German. Aber der Punkt ist halt, solltet ihr diesen Kampf verlieren, müsst ihr nicht nochmal gegen German kämpfen. Also das heißt, nach diesem Kampf habt ihr dann eure Ruhe, so oder so. Also vor German zumindest. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Das ist cool. Aber scheinbar hätte ich mich jetzt an ihn ranmachen müssen, weil jetzt kann ich meine Dinger nicht mehr zücken. Ah. Zumindest durfte ich jetzt eine gewisse Zeit lang nicht mehr was trinken. Sollte man also auch wissen. Aber ja,
Schafft ihr es, sie zu besiegen, erhaltet ihr das dritte Ende. Bloodborne selbst hat also drei Enden. Mit dem Tod der Präsenz des Mondes schaltet ihr das dritte Ende frei. Ist euch kalt? Oh, guter Jäger. Und so endet das Spiel. So endet Bloodborne. Jetzt kann man natürlich Hypothesen anstellen, was das Ende wieder heißen soll. Im Endeffekt sind wir wohl zu einer Schnecke geworden. Oder einem Mini-Großartigen, wie es wohl im Spiel heißt. Und führen in dieser Form jetzt die Menschheit da an. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. In Ende 2, ihr tötet German, aber werdet von der Präsenz verschlungen. Endet ihr im Rollstuhl und seid fortan der Helfer, der Jäger. Im dritten Ende passiert tatsächlich, wie German sagt, ihr werdet von ihm getötet und wacht dann wieder auf. Ob das so gut ist, ich weiß ja nicht. Nun ja, wie gesagt, ich lasse das Spiel erstmal so stehen. Ob ich jetzt nochmal sage, ich mache mir die Mühe, nochmal einen zweiten oder dritten Run da durchzumachen. Ihr werdet nach diesem Video noch die ersten 5 Kelch-Dungeons von mir geliefert bekommen. Wenn dann tatsächlich Nachfrage besteht, okay, ansonsten lasse ich das Projekt jetzt so, wie es ist. Ansonsten, Bloodborne. Bloodborne lässt sich laut Lösung, lass mal sehen, in ungefähr 540, sag ich mal, Seiten zusammenfassen. Ich fand's deutlich besser als Dark Souls, auch vom Konzept her. Ich mochte die Ausrüstung, ich mochte diese Trickwaffen. Es ist halt, wenn ich jetzt von allen Souls-Spielen meinen Liebling nehmen müsste, wäre es Bloodborne. Es ist schön verwirrend, man weiß nicht genau, was da los ist. Die Sache mit dem Blut ist faszinierend. Die Kelch-Dungeons finde ich halt ein bisschen blöder, aber egal. Wirklich alles, was man wissen muss, ist, fürchtet das alte Blut. Und damit kann man eigentlich die Leute auf das Spiel loslassen. Oder am besten natürlich, ohne dass sie überhaupt irgendetwas wissen. Ich kann nur sagen, ich mag die Gegnervielfalt, ich liebe die Theorien im Spiel, ich liebe die Waffen. Es gibt kaum einen Boss, wo ich sage, boah, den Typen hasse ich wie die Pest. Das sagt natürlich trotzdem nicht viel aus, aber es sind selten wirklich viele Bosse, wo ich sage, nicht der schon wieder. Ja, es ist halt alles rundherum für mich ein sehr schön gemachtes Spiel. Den DLC, den ich jetzt blind gespielt hatte, auch da, ich fand die Umgebung klasse. Ich mochte die Idee dahinter. Kos ist ein bisschen merkwürdig, dieser nette Kerl. Aber hat mir auch reichlich Spaß gemacht. Alles in allem, das Spiel war für mich, Souls-technisch Reihe, war es einer wirklich der besten. Die Action ist schnell, die Umgebung sind klasse, die Atmosphäre ist unglaublich gut getroffen. Es macht halt Spaß. Ganz einfach. Mir macht es eine Menge Spaß und ich kann es halt nur empfehlen. Ich würde halt
Obwohl ich weiß, was es da gibt. Das ist halt so dieser Punkt. Muss ich wirklich sagen. Ich würde eigentlich von den Kirchdungeons abraten. Es sei denn natürlich, ihr seid hinter Trophäen her, denn ich glaube, ihr müsst die Kirchdungeons für Trophäen machen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das versuche ich jetzt gerade nochmal zu gucken. Ja, doch, es gibt 5. Ja, 5 Trophäen, die rein aus den Kelch-Dungeons zu holen sind. Ich kann nicht zählen, es sind 4. Aus irgendeinem Grund zählt das Hintergrab nicht. 4 Trophäen für den Kelch-Dungeon. Ansonsten würde ich aber sagen, bleibt da weg. Es lohnt sich eigentlich nicht. Story werdet ihr da jedenfalls nicht großartig finden. Aber einen faszinierenden Boss, den ich dann so jetzt nicht zeigen kann, es sei denn, ich level noch ein bisschen. Dafür müsste ich aber eine neue Runde spielen. Und das LP hat sich auch so schon gezogen. Ich werde es wahrscheinlich an dieser Stelle dann gut sein lassen. Ich werde auch nicht zwangsweise damit jetzt anfangen, direkt hier Dark Souls 3 reinzuklatschen. Könnte ich machen. DLC ist im Anflug. Würde Sinn machen, aber ich glaube, ihr habt genug von solchen Spielen. Nichtsdestotrotz, ich empfehle das Spiel. Ich bin ruhig, wenn es ruhig wird. Ist auch wieder wunderbar. Tja, und habt ihr gewonnen? Na, komm, mach hin. Ah. Gut. Toll, danke. Gezeichnet und versiegelt. Sobald ihr durch seid, startet das Spiel von neuem. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Auf Wiedersehen und tschüss. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum.